Yo! Hallo, 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 hallo! Guckt euch mal die grüne Suppe hier an. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Zompiercer, Wally und Wilson und natürlich meiner Wenigkeit. Ja Leute, es ist ein neuer Tag, wir müssen noch ein bisschen was essen, ne? Und wir müssen heute herausfinden und schauen, wie wir denn hier eigentlich dieses Wasser abpumpen, ne? Ich habe keine Ahnung, wir werden es herausfinden, wir werden schauen, wir werden gucken, wir werden es erledigen. Irgendwie kriegen wir das. Zum Frühstück mal ein paar Chips ist auch mal in Ordnung, ne? Soll aber am besten nicht zur Gewohnheit werden, Freunde. Ja, das ist nicht ganz so gesund, ja. Ich weiß auch nicht, warum meine Leben hier nicht komplett voll sind. Ich habe 12 Stunden gepennt. I don't know, ob das vielleicht zu wenig war für den Kerl hier. Ja, I don't know. Leute, I don't know. I don't know. Egal. Wie auch immer, wir packen mal alles, was wir hier jetzt so nicht brauchen, hier rein. Das lasse ich mal da, das lasse ich mal da. Das Geld, ja, Freunde, ist doch gut. Ihr seid synchron, ich weiß es. Ihr seid absolute Überflieger hier. So, dann machen wir das halt da rein und dann passt das schon. So, gehen wir raus, Leute, gucken wir uns das Spektakel an. Es ist schön, denn es hat aufgehört zu regnen. So, wir müssen auf jeden Fall da irgendwie rüber, beziehungsweise wir können ja da rüber. Wir müssen halt jetzt dann hier entlang und müssen gucken, dass wir den ganzen Klumpatsch da abpumpen, damit wir hier irgendwie wieder wegkommen von dem Scheißdreck hier. Naja, wir werden es herausfinden, Freunde. Wir werden es herausfinden. Es ist ein kleines Rätsel und wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Ziemlich ruhig hier, habe ich so das Gefühl. Sau. Ich glaube, die haben wir aber, oder? Oh. Oh! Yo! Hallo, 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 hallo! Ja, moin! Yo, yo, yo. Ey! Glaub, bei euch brennt's im Kittel, Alter. Ah, oh, jetzt kommt die olle Zippe da noch. Ob die eigentlich noch ganz knusper ist in ihrer Birne? Ich weiß es nicht, aber... Guck mal, der haben ja schon die Haare abgesenkt, ey. So, jetzt reicht's aber mal hier. Meine Güte, Leute. Direkt hier nach 2 Minuten schon... Richtiger Andrang hier, beziehungsweise nach 2,5, 3 Minuten. Eieiei. Eieiei. Damit habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. Aber Leute, das war ja schon, ich sage jetzt nicht ein Kinderspiel, aber wir haben es gemeistert, ne? Der Dude hat uns aber mal ordentlich eine verpasst, kann ich sagen, ey. Ich glaube, da habe ich Moin noch Kopfweh von. So. Mitgesnackt. So, ich wollte doch eigentlich nur gucken, was hier Schönes drin ist. Aha, aha. Ja. Also, ja. Was soll ich sagen, Leute? Was ich suche, das finde ich nicht. Und was ich nicht suche, das finde ich, ne? Man kennt es. Man kennt es. Naja. So, weiter geht's hier im Geschehen. Alles ist reloaded. Irgendwo am Ende des Tals muss doch Licht sein. Leute, das ist so eine blöde Kuh. Ja, 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 ja. Leute. Do we need that? Nope. Nothing. Nothing. Money, money, money.
Okay, gemacht. Oh, ey. So eine Mistkröte hier. Unglaublich. Leben sind voll. Das passt alles soweit. Bandagen brauchen wir keine. Okay. Geht's hier weiter? Alter, ich hasse sie! Mann! Alter, ey. Jetzt haben sie hier aber alles verseucht. Boah. Hey, die Witzke, ey. So. Dann heißt es jetzt hier raus. Die kriegen wir. Blöde Kuh. Habt ihr schon gesehen? Die wollt schon wieder. Die wollt schon wieder. Leute, das ist ja Wahnsinn hier. Wirst du verseucht von denen, Viecher. Yep. Oh, noch so, Ani. Ich hab langsam echt die Schnauze voll von diesen rumspauzenden Gasviechern da. Haben die kein Zuhause oder was? Gibt's ja gar nicht, ey. Absoluter krasser Wahnsinn hier. Also ich glaube, Pistolenmunition haben wir mehr als genug. So, Energy. Oh. 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 Ich habe keine Platze mehr. Packen wir das jetzt mal hier rein. So. Weil so ein paar Energies, Freunde, sind immer ganz hilfreich. Und wir können auch was noch. Ja, ist jetzt zwar nicht unbedingt notwendig, aber ist okay. So. Du hast da was verloren, mein Freund.
So, ich will erstmal gucken, ob wir die hier wo bekommen. Yep. Den hat's erwischt, meine Freunde. Den hat's erwischt. So, ich hab so ein Gefühl, als ob... Hör, hier ist eine Zug... Hä? Aha. Wir können jetzt also immer vor und hin und her. Okay. Zugbrücke ist unten. Ich habe eher so ein Gefühl, als ob uns hier gleich ein Endgegner über den Weg laufen wird. Sag zu mein Gefühl irgendwie. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, ne? Ach, guck doch mal, hier ist ein Generator. Es sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl, als diesen vergifteten Sumpf trocken zu legen. Der Motor schaltet sich nach einer Weile ab, sodass ich mich nicht lange von ihm entfernen kann. Um die Pumpe mache ich was und die Pumpe macht auch eine Menge Lärm, was die Zombies anziehen wird. Ich sollte mich besser für eine Verteidigung vorbereiten. Oh je. Oh je, Leute. Naja, Leute, was sollen wir machen, ne? Was sollen wir machen? Wir können eh nichts machen, außer das, was wir haben. Mehr haben wir so oder so nicht. Also heißt es hier oben hoffen. Mit unserer Scharfschützengewehr müssen wir verteidigen, so gut es geht, Leute. Komm, was sollen wir machen? Ich speichere vorher mal ab. Safety first und wir gucken, wie es läuft. Dann auf geht's. Die Frage ist, von wo kommen die? Kommt überhaupt was? Seh nix. Okay, da hinten kommen ein paar. Angedackelt. Aber sonst erstmal überschaubar, Leute. Dauert wohl ein bisschen länger hier. Ja, wir bräuchten ja eigentlich mehr Scharfschützenmunition. Das wäre Killer, glaube ich. Also irgendwie zielt das Ding hier nicht so richtig, ne? Hab ich so das Gefühl. Aber es wird schon, ihr seht schon, es wird weniger. Sag mal.
Eieiei. Ach. Erstmal wieder einschalten hier. Das muss Laube, Leute, das muss Laube. Mal gucken, wie lange der Spaß hier anhält, ey. Oh. Unser erstes Dickerchen. Ah ja, den kriegen wir jetzt, Leute. Oh, sag ich doch. Kinderspiel. Oh Leute, es wird leerer. Der Sumpf wird leerer. Schön. Und wieder weiter. Ja, bald, Leute, bald. Leute, ich wollte schon wieder Spauze. Oh. Habe ich nicht gesehen. Toll. Toll. Guckt euch mal die grüne Suppe hier an. Ekelhaft. Hallo, lasst mich durch.
nachladen ist besser. Ja Leute, es fehlt hier das Gewehr. Aber Leute, das war mir hier ganz entspannt. Leute, hier ist langsam ein bisschen voll. Kann das mal einer wegräumen hier? Kann das mal einer wegräumen hier? Das sieht ganz schön dreckig aus hier. Leute, das muss mal einer wegräumen hier. Nur was hier für eine Sauerei ist. Ist der Tanker jetzt mal irgendwann leer hier? Eieieiei, alles noch nicht. Aber es wird, Leute, es wird. Nur noch der Nebel hier abziehen. Leute, ich glaube, wir legen uns mal hier ganz kurz schlafen. Ich weiß nicht genau, ob wir hier fertig sind. Wir müssen uns das mal am Helle angucken. Wir können natürlich nur in Gebäuden schlafen. Ist natürlich klar. Ah, ja, ja. Fehlt das hier als Gebäude, wenn ich das hier hinlege? Nein. Natürlich nicht, Leute. Natürlich nicht. Ah ja, Leute. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz eine Runde pennen und dann gucken wir uns das Spektakel hier mal gleich im Hellen an und schauen, ob wir jetzt hier dann weg können oder ob es hier noch ein bisschen dauert, ne? So, Leute. Neuer Morgen. Wir heben den Schlafsack mal wieder aus. Ah, es ist noch ein bisschen düster. Es ist, glaube ich, noch nicht so, ich hätte es fast gesagt, noch nicht so richtiger Morgen. Doch, es ist natürlich schon richtiger Morgen. Aber es ist noch früh am Tag. Wir haben 6 Uhr. Wieder mal ein paar Chips zum Frühstück, ne? Ihr kennt es. Noch eine Flasche Wasser. Oh, wir bräuchten noch eine Flasche Wasser.
So, wunderbar. Wir nehmen noch eine Dose Böhnchen. Weil nach jedem Böhnchen gibt es auch eine schöne Tönche. Man kennt es. Man weiß es. Kriegen wir die noch hier rein? Immerhin einer. Und das da rein. So. Wir haben keine Scharfschützenmunition mehr. Wie sieht's denn hier draußen aus? Immer noch alles grün hier. Ich weiß halt jetzt nicht, kommen wir hier schon jetzt dahin, wo wir hinwollen? Oder müssen wir noch ein bisschen Pumpe? Das sagt halt auch keiner, ne? Jimmy, es reicht jetzt, du brauchst nicht mehr Pumpe. Der Klumbatsch ist leer. Ja. Spricht aber keiner mit mir. Muss ich alles wieder selber machen. Alles wieder selber machen. Naja. Ich guck mal, ich pump mal noch ein bisschen, Leute. Und dann schauen wir uns mal an, ob es reicht. Oder ob es nicht reicht. Leute, hier ist auf jeden Fall hier eine ganz schöne Schlacht passiert. Also, noch ist ja alles grün, ne? Ha. So, Leute, ich glaube, es geht nicht weiter weg, ne? Ich habe jetzt noch 5, 6, 7 Mal versucht, hier das Wasser weiter abzupumpen. Es sieht aber danach aus, als ob es nicht weitergeht. Ich habe auch, glaube ich, schon den Ausweg gefunden. Also, wir müssen, glaube ich, so in diese Richtung nach hinten. Also, ich glaube, da hinten dann geht's weiter. Wir müssen halt jetzt nur mal einen Weg finden. Wir könnten wahrscheinlich auch da runter gehen oder so. Also ich könnte ja auch hier runterspringen, ne? Aber ich weiß es halt nicht. Das sieht mir hier alles so... naja, aus. Ich höre zumindest hier und da mal noch eine Stimme. Ich gehe mal davon aus, wir könnten hier runter. Aber ich will so weit, wie es möglich ist, da vorne runter. Ah, da vorne, ja. Guck mal da hinten, Leute. Guck mal da. Da müssen wir, glaube ich, wieder hoch. Da kommen wir bestimmt wieder zu unserem Zug. Oh, Leute, ich habe den schon vermisst. Da müssen wir wieder hin. Kommt. Auf geht's, Wilson. Auf geht's, Wally. Hier haben wir eine Mission. Wir haben einen Rückweg anzutreten. So, ich würde sagen, wir gehen hier runter. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Alter, haben wir das Ding hier einfach trocken gelegt, ey. Not bad. Not bad. Hier ist... ja. Ich glaube, da müssen wir jetzt halt ein bisschen durch hier. Hier sehen wir noch ein Gebäude. Man zu Hause. Keiner zu Hause. Den Loot nehmen wir natürlich noch mit, Freunde, ne? Hier ist noch eine Schallplatte. Scharfschützengewehrmunition. Hier oben haben wir nichts mehr. Aber da vorne, Leute, da geht's jetzt weiter. Oh, schön. Schön, schön, schön. Endlich raus hier aus dem Biotop hier. Weg, einfach nur weg. Weg, weg, weg. So, Leute, jetzt raus hier. Einfach nur noch raus hier. Oh, bin ich froh, dass wir das hier endlich hinter uns haben. War auf jeden Fall eine ganz schöne Talfahrt hier, ey. Lecco mio, kann ich sagen. Da ich hier ja nichts traue. Laden wir lieber nochmal alles nach. Kontrollieren alles nach. Safety first. Leute, guckt mal. Unser Zug. Ach, wie schön. Wie schön ist das bitte, Leute. Das ist hier wie Geburtstag, Weihnachten, Ostern. Alles zusammen. Alles auf einmal. Oh. Aber, kaputt. Sag mal, wird kein Problem sein, wenn wir jetzt hier so runtergehen, oder? Runter. Runter geht. Hoch nicht. Ach, Leute. Wir sind wieder zurück an unserem Zug. Wie schön ist das? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wie schön das ist, endlich wieder zurück zu sein. Oh, Wahnsinn. Leute,
Ey, was eine Fahrt. Brutal. Leute, einfach nur brutal. Richtig, richtig strange. Auf geht's, Wilson Wally. Abnein mit euch. Kommt, abnein mit euch. So, ich pack die mal hier rein, weil wir müssen ja die zwei Kerle hier mal wieder mitnehmen hier. Oh, Leute. Ich bin echt, ja, jetzt ein bisschen gerädert, ne? Das war schon krass hier, muss man sagen. Also, ich fand's nicht ohne hier. So allgemein und generell. Ey, wo ist er? Komm her, Kumpel. Komm her, mein Freund. Ja, ich weiß, du freust dich auch, gell? Endlich sind wir wieder daheim. Endlich sind wir wieder daheim. So. Leute, erstmal hier. Ah. Oh. Ups. So. Schön. Schön, schön, schön. Was machen wir jetzt als erstes? Erstmal ganz kurz schnell noch die, das alles wieder so ein bisschen sortieren hier. Das, einmal Geld. Geld kommt auch hier rein. Und wir haben mittlerweile echt richtig viel Geld, ne? Sag's, wie es ist. Wir haben richtig viel Geld. Hier können wir mal noch die andere Munition reinpacken. Ja, I doubt it, I doubt it. Ja. Hier haben wir noch 3 Dollar. Hier haben wir noch ein Schwefel. Drüben haben wir auch noch Schwefel. Weißet, hier ist noch Schwefel. Also, ja. Guck mal, hier ist noch Geld. Haben wir hier auch noch Geld drin? Nee, hier haben wir zufälligerweise kein Geld mehr drin. Ne? Ja, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal ein Stück weiter. Leute, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Erstmal weg hier. Erstmal weg hier, Leute. Oh, endlich mal wieder Zug fahren. Endlich mal wieder Gas geben. Endlich mal wieder weg hier. Weg, Leute. Wir haben noch 949 Liter drin. Tschüsschen, ihr Schweine. Tschüssikowski, Tschüssikowski, Tschüssikowski. Boah. Leute, ich bin so happy. So happy, dass wir hier endlich wieder an unserem Zug sind. Und dass es jetzt hier endlich wieder weitergeht. Ah, ist das schön. Oh Leute, stopp, stopp, stopp. Ja Leute, im Moment ist das Ende der Handlung des Spiels. Du kannst die Welt weiter erkunden, aber Ressourcen und Zombies werden nicht mehr regeneriert werden. Nicht mehr regeneriert. Wenn du zu früheren Orten zurückkehren willst, du kannst auch ein neues Spiel plus mit dem gespeicherten Zug und allen Fortschritten des Spielers starten. Okay? Ja, Leute, ihr seht es. Also, das Game ist an dieser Stelle einmal zu Ende. Ja, Leute, mein allererstes Let's Play, was wir komplett durchgespielt haben. Was ich komplett durchgespielt habe, was ihr komplett verfolgt habt. Mega geil. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, oder ich habe euch in einer Folge, ich weiß nicht, ob es in dieser oder in der davor war, habe ich ja erzählt, dass es eine Fortsetzung geben wird oder geben soll. Die Entwickler sind weiter daran und arbeiten daran, dass dieses Spiel hier fortgeführt wird. Und ich würde sagen, Leute, wenn dieses Spiel hier ein neues Biom hat oder wie auch immer, wenn das Spiel hier auf jeden Fall weitergeht, machen wir an dieser Stelle hier mit unserem Zug weiter. Ich werde das Spiel einmal speichern und dann können wir auf jeden Fall diesen Speicherstand hier fortführen. Wenn ihr Bock habt darauf, dass wir noch eine Zugfolge machen, in der ich diesen Zug umbaue oder indem wir diesen Zug vollenden, dann schreibt es mir bitte sehr gerne in die Kommentare. Dann werde ich jetzt im Anschluss hier noch eine Folge produzieren, in der wir diesen Zug einmal komplett fertigstellen. Denn ich glaube, genug Ressourcen haben wir. Ein bisschen was ist noch zu tun. Wir haben ja hier noch eine ganze Fläche und unten auch noch Regale, die wir noch, also wir haben einfach noch hier zwei Waggons, die wir ein bisschen ausbauen können. In diesem Sinne, Leute,
Wenn euch diese Folge, dieses Let's Play gefallen hat, dann lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Denn wenn es dann nachher hier weitergeht, dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Benachrichtigung. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, bin ich an dieser Stelle hier bei diesem Let's Play mit Zompiercer erstmal raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Play, bis zur nächsten Folge von Zompiercer. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch alles Glück der Welt. Passt auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, Kakao.